Alarm, Alarm, ein Erdbeben droht auf unserem wunderschönen Tropico. Unfassbar. Und wird das eventuell nicht nur Auswirkungen haben auf die Natur, auf Flora und Fauna? Schon wieder. Der Palast hat seismische Tests zur Überprüfung der Stabilität unserer Infrastruktur angekündigt. Es besteht kein Grund zur Sorge. Allerdings sollte ein Türdurchgang aufgesucht werden. Nein, ich habe Angst. El Presidente versteckt sich schnell in einem Türdurchgang. Ich habe auch Angst natürlich um unser Taj Mahal. Auch um unseren Palast da im Hintergrund. Seht ihr irgendwelche einstürzenden Häuser? Einstürzenden Neubauten eventuell sogar. In denen Musiker plötzlich auf der Straße sitzen. Ich weiß es nicht. Ich kann noch nicht sehen. Wir machen bis dahin mal Business as usual und schauen in die Überfallbildschirme rein. Hier läuft alles soweit okay. Hier geht es darum, möglichst viele Leute zu retten, damit wir endlich uns den Alliierten an den Hals schmeißen können für ein Bündnis. Das in der Kommandogarnison läuft auch etwas. Alles gut, wir machen, gehen gleich wieder raus. Da schon wieder. Habt ihr gesehen? Es brennt! Und ausgerechnet, hier ist natürlich keine Feuerwehr, oder doch? Hatten wir hier eine Feuerwehr gebaut? Wir hatten doch hier... Moment, wo ist denn unsere neue Feuerwehr? Wo ist denn unsere Feuerwehr? Hatten wir eher nicht... Wollten wir eine Feuerwehr hier bauen? Wie viele haben wir? Und da ist eine Feuerwehr. Da ist eine. Hier ist eine. Oh, die sitzt nicht direkt davor, aber komm, Leute. Was brennt denn hier? Eine Baracke. Naja. Schon gelöscht. Das geht ja schon wieder. Wie furchtbar. Was brennt denn hier? Ein Schutzturm. Naja. Gott, wie furchtbar. Naturkatastrophen. Da kann unser El-Präsidente nichts machen. Vor allem dann, wenn er nicht so wenige Feuerwachen nur gebaut hat. Das ist aber echt arg. Wir tun mal so, als könnten wir weiter ein Business as usual machen und werfen mal einen Blick in den Handelsbildschirm. Gold verkaufen an... Oh nee, nicht importieren, um Gottes Willen. Fleischgummi, Felle, Bananen. Stoffe. Ja. Stoffe. Stellen wir die eigentlich hier, die Stoffe? Stimmt das überhaupt? Hier wird Rum hergestellt. Habe ich noch den Überblick oder bin ich hier im totalen Schock schon wieder? Oh Gott, das ist ja furchtbar. Stellen wir in der Gerberei, stellen wir Leder her, keine Stoffe. Sag mal, fantasiere ich? Nee, die Lamas. Wir haben doch Lama-Farmen hier. Genau, wir haben Lamas. Und hier ist ein Stahlwerk. Und hier... ist eine Busgarage. Und hier ist die Textilfabrik. Ja, ich dachte schon. Alles in Ordnung. Alles gut. So, wir wollten noch für Strom sorgen. Ja, 50 Megawatt Strom, 20% Effizienz, Verarbeitung edler Stoffe. Wir haben mittlerweile ein Kraftwerk und eine Umspannstation. Das ist das Kraftwerk. Schon wieder. Das Einzige, was brennt, in Anführungszeichen, ist das Taj Mahal. Die Alliierten schicken Katastrophenhilfe. 4.500, das ist total lieb. Boah, 183.000 Gold. Wahnsinn. Und hier am Kraftwerk. Netzbilanz 220. Haben wir noch 220 oder haben wir 220 verbraucht? Wir haben plus 220 können wir noch verbrauchen. Wir gehen mal in die anderen großen Fabriken rein. Und in die Bergwerke natürlich. Ich bin mir sicher, dass die guten Bürger von Tropico... Freie Wahlen. Wir müssen niemanden frisieren, höchstens Penultimo. Freie Wahlen sind okay, die gewinnen wir locker. Feuerwehr hat was gelöscht. Wahltag in 4 Monaten, 99% der Bürger lieben uns. Vermutlich, weil sie unseren Umgang mit den Katastrophen total souverän finden. Ich kann es mir nicht anders erklären. Forschung ignorieren wir mit Absicht. Denn ich setze darauf, dass wir in einer neuen Epoche gleich noch schöne Dinge machen können. Wie sieht es denn aus in den... Die Alliierten können wir immer loben. Das macht immer Sinn, aber bei 100 müssen wir das nicht. Die Achsenmächte. Hier hatten wir schon um ein Bündnis nachgefragt. Genau, alles okay. Alles gut. Noch ein Feuer. Oh Gott, hier hinten, schaut mal. Was brennt denn hier?
Eine Baracke. Immer noch Arbeitslose und wahrscheinlich jede Menge Obdachlose mittlerweile. Wir sollten eine Baracke für die Ärmsten der Armen bauen. Und für die gut Situierten, die brauchen auch was. Hier brennt ein Park. Leute, ein Park. Das ist doch Quatsch hier. Weg mit dir, komm. Da setze ich einfach einen neuen wieder hin. Man kann es auch übertreiben. Das waren 2x2er, oder? Dann setzen wir eins dieser wunderschönen Apartmenthäuser. Da setzen wir gleich noch eins. Schön zentral hier hin. Da sollten eigentlich alle hinkommen können. Hier hin. Ja, und dann wollten wir eine Baracke für die Ärmsten der Ärmsten bauen. Oh Gott, es schon wieder. Das Erdbeben hat aufgehört. Ja, ich habe mir nie Sorgen gemacht. Es wird angenommen, dass El Presidente den hiesigen tektonischen Platten ins Gewissen geredet hat. Genau so war's. Ja, und das unmittelbar von der Wahl, das kann uns doch nur gut für uns sein. 99%. Die Wahlen laufen, glaube ich, gerade schon oder liefen. Wurden wir gewählt, werden wir gewählt. Retten beenden 3 von 4. Wir geben schnell noch etwas mehr Geld aus für noch mehr Strom. War ein wahrer Erdbeben, ja. Präsident. Von der sprichwörtlichen Sorte, ja. Nicht von der Sorte, die die Arbeiterschaft dezimiert. Sehr nettes Wortspiel. Das Ergebnis war zu jeder Zeit klar. Das Volk liebt El Presidente fast so sehr, wie es euer treuer Penultimo tut. Ja, klasse, wunderbar. Nur 2 Leute haben für unseren Rivalen oder unsere Rivalin gestimmt. Ich habe mich noch nicht mal dazu herabgelassen, mich darüber zu informieren, wer das sein könnte. Ja, also, das ist ja echt unfassbar. Das sind ja Wahlergebnisse wie auf Kuba. Da sind wir ja nur in Tropico. Klasse. In der Textilfabrik. Wir wollen die Fabriken ja noch ein bisschen verbessern. Aber 150, das mache ich nicht. Wer weiß wie lang, weil wir haben hier die Fruchtbarkeit der Zuckerplantagen, die leidet ein bisschen. Wir gehen mal systematisch auch die anderen Goldminen mal durch, ob wir da überall... Wir haben ja im Augenblick ziemlich gut Geld. Das hat man schon gemacht, okay. Ja, Kanarienvogel. Senkt die Brände. Strom haben wir hier keinen. Wir könnten ein Umspannwerk auf die andere Insel packen. Das sollte eigentlich möglich sein. Ich hätte auch noch Lust, kurz bevor wir hier am Ende sind, noch... Achso, Schutzturm sollten wir noch 2 bauen. Präsident, ich weiß, dass ihr immer eure Versprechen haltet, aber die Bürger nehmen es mit der Definition von erfüllten... Wohnungszufriedenheit steigern, naja, wie sieht's denn aus mit den Wohnungen? Wir wollten dort noch bauen, ne? Wir bauen noch ein paar Baracken. Am besten eine hier oben. Da müssen die Leute nicht so weit laufen. Hier in den Bereich hier, komm. Oder zumindest hier so an den Rand. Eine Baracke dorthin.
Hier entstehen ja auch immer viele Hütten, also anscheinend gibt es hier noch ein Problem mit dem Wohnraum. Aber nicht direkt neben der Fabrik, oder? Was soll's. Und hier machen wir eine der Fabriken für die Ärmsten der Armen. Machen wir gleich. Obwohl, die können auch hier unten. Wo passt denn hier irgendwas hin? Am Strand. Wo sonst niemand hin will, hier hin zum Beispiel. Kommen die Leute dorthin? Ich denke ja. Und die Apartmenthäuser. Das ist voll belegt. Das wollen wir mal elektrifizieren. Steigert die Effizienz um 25% und damit den Wohnwert. Das hilft uns beim Erfüllen unseres Wahlversprechens. Hier auch voll. Elektrifizierung, okay. Und hier hinten. Ja, machen wir unbedingt. Mal schauen, wie es jetzt aussieht. Mit dem Strom. 166 haben wir noch. Das macht doch einen guten Eindruck hier. Das wird sicher auch so langsam voll. Hier unten noch nicht entstanden. Sachen gibt's. Wird aber gebaut. Wird aber gebaut. Hier sind wir fertig. Normale Belegung. Okay. Hier. Auch normale Belegung. Ja, alles okay. Schutztürme wollten wir eventuell noch bauen. Für die Militaristen. Und natürlich für unseren El-Präsidenten. Verfassung. Was? Wieso? Das haben wir doch alles gemacht. Das ist die neue Verfassung, genau. Das haben wir alles eingestellt, alles okay. Warum muss ich mir das hier anklicken? Ach, müssen wir die wieder ändern nach jeder Wahl? Wir wollen die doch gar nicht ändern. Alle dürfen wählen. Berufssoldaten hatten wir, genau, weil alle so... Genau. Das bleibt alles, wie es ist. Müssen wir das noch irgendwo unterschreiben? Nein. Gibt es irgendwo einen Klick, den man anklicken muss, um das alles zu bestätigen? Jetzt bin ich gerade ein bisschen irritiert. Ich klicke mal einfach auf Enter. Nichts passiert. Komme ich hier wieder raus? Ja. So, hier entsteht die Baracke. Stapel sie höher für die Ärmsten der Armen. Schutztürme wollten wir noch zwei bauen. Am besten dann doch sicherheitshalber in der Nähe des Präsidentenpalastes, falls da noch Platz ist. Hier zwei direkt nebeneinander. Hier hinten ein, zur Verteidigung. Passt nichts hin. Aha. Hier passt auch nichts hin. Ein Schutzturm und einen nächsten noch. Senkt ein bisschen die Freiheit, aber hey, das ist ja hier... ist tatsächlich direkt am... in einer Wohngegend. Noch einer am Hafen. Hier ist keine Wohngegend und das kann doch wirklich nicht schaden. Besten am Hafen, damit hier dem nichts Schlimmes widerfahren kann. Und am Zirkus.
Falls da irgendwelche Einwanderer kommen, Besatzungstruppen, Invasoren, die irgendeinen Zirkus veranstalten. Ja, aber läuft doch jetzt. Alles gut. Alles bestens. Und ich finde, wir können in Vorbereitung der Invasion, die ja irgendwann kommt, schon mal ein paar Leuten hier ein bisschen das Militär wieder aufstocken. Welchen Modus haben wir eingestellt? Ausflug machen. Hilft das hier alles nicht. Präsidente, wir müssen Ihre Hilfe zuschätzen. Die Militaristen lieben uns noch ein Stückchen mehr als zuvor. Forschung, wie gesagt, lasse ich mir absichtlich raus. Also das mit der Verfassung irritiert mich hier echt. Ich habe da alles. Ja, alles ist gelb, so wie ich es gerne hätte. Die vier. Hatte ich das schon mal? Muss ich hier irgendwo unterschreiben? Aber wo? El Presidente, Kritzelkratzel. Aufhebbar August. Aufhebbar seit dem August 33. Wir sind jetzt im Mai 34. Warum will ich das aufheben? Ich will es nicht aufheben. Verstehe ich gerade nicht. Ist mir gerade ein Rätsel oder ist es bei einer Sache bei den Quests hier? Naja. Retten müsste aber auch bald beendet sein. Ja, das ist die letzte Rettenmission und dann können wir ein Bündnis einschließen mit den Alliierten. Wir hatten es ihnen schon angedient, dann sind die endgültig dazu bereit. Das ist ja definitiv hilfreich. Wir werden schon mal ein bisschen dafür sorgen, dass die Leute hier wirklich überall... Gut gemacht, Präsident. Besten Dank. Eines muss man dem Krieg lassen. Er hält uns mit aufregenden Abenteuern auf Trab. Was? Ja, altes Haus, da sehe ich genauso. Vor allem uns hier hinten, in der hintersten Linie, die Leute, die ganz vorne kämpfen, die finden das nicht immer als Abenteuer, wenn auf sie geballert wird. Aber hey, das kann man auch anders sehen. Unser Eins, Oberschicht, wir sehen das anders. Wir nennen sie Abenteuer, das ist eine Richtlinie der Abteilung. In der Abteilung Geschichte umschreiben, um genau zu sein. Immer fleißig, diese Revisionisten. Präsident, mit ihrer Hilfe werden wir eines Tages einen Krieg gewinnen, egal wie er wirklich ausgeht. Ja, der hat wirklich Humor. So werden wir es jetzt machen, denn wir werden den Krieg natürlich gewinnen. Dafür müssen wir jetzt auf Bündnis gehen. Gehen rüber zum Hafen. Haben wir doch schon. Hallo, ich habe doch schon auf Bündnis. Sehr gut gemacht. Danke. Inseln haben Sie da. Ich hoffe, entschuldigen Sie, ich garantiere, dass Sie den Krieg überstehen werden. Nein, jetzt muss ich erst noch vier Handelsrouten abschließen. Das kriegen wir aber locker hin. Das machen wir. Nehmen wir natürlich an. Wir schauen mal, hier laufen ja auch schon drei. Wir kaufen eine Handelslizenz dazu und gucken, dass wir noch eine vierte mit den Alliierten abschließen. Na, Gold könnten wir nur an die Achsenmächte verticken, da habe ich keinen Bock drauf. Stoffe ginge auch an die Achsenmächte. Felle. Haben wir zu viel Zucker? Fleisch. Fleisch haben wir, schicken wir schon an die. Können wir aber nochmal machen. Wir produzieren doch irgendwo einmal Bananen. Das war doch hier vorne, oder? Ah nein, wir haben das hier abgerissen. Wir haben die Plantage abgerissen. Und Felle produzieren wir hier als Eingangsprodukt, als Ausgangsprodukt für die Gerberei. Dann machen wir einfach irgendwas anderes nochmal.
Ach, ich weiß, was wir machen. Es gab einige Möglichkeiten. Nichts Illegales. Naja, nichts, bei dem bewiesen werden kann, dass es Gesetze bricht. Haben wir gar nicht. Hier das Angebot mit dem Schweizer Bankkonto und dass man dann ja automatisch alles eine neue Handelsroute bekommt. Nein, bekommen wir nicht. Ach, wie doof. Meldung. Die Alliierten sind nun auch unsere Alliierten. Gemeinsam stellen wir uns den Feinden, die unsere Feinde sind. Kann man eine stoppen? Eine, die man hat? Ja, kann man machen. Jetzt ist es interessant. Aber wir haben ja eh einen verfügbar. Was bringt uns das? Wie viele Stoffe liegen denn hier? Nichts. Ich glaube dann, ach, wir warten einfach ab. Das Innenministerium steht leer. Ach, echt? Da Sachen gibt. Erhöht die Arbeitsqualität aller Gebäude um plus 2, kam in Munos unbedingt. Eventuell ist ja der alte Minister oder die alte Ministerin eines, in Pension gegangen oder verstorben oder was auch immer. Immer noch Arbeitslosigkeit mit den Wohnungen geht eigentlich. Vielleicht können wir noch mal ein paar Slums abreißen. So anschaue, ich habe das finstere Gefühl, die Leute, wir könnten, sollten einfach hier nochmal eine Baracke hinstellen. Auch wenn hier an anderer Stelle dann leer stehen, aber hier entstehen so viele Slums. Hier, direkt dorthin. Das sind echt die Falschen hier, die uns angeboten werden. Wann kommen denn neue Handelsverträge rein? Steht das hier irgendwo? Steht das hier? Was ist mit der Verfassung? Das finde ich echt ärgerlich. Ich kann jetzt leider keine Ratschläge im Augenblick von euch annehmen, weil... Genau, weil ich euch gerade nicht hören und nicht lesen kann. Das ist ein bisschen doof. Wir werfen nochmal einen Blick in alle Schutztürme, ob wir irgendwo noch Leute einstellen können. Hier ist alles okay. Hier auch alle voll. Alle Türme. Erhöht die Feuerrate um 12%. Echtes Maschinengewehr. Das Geld haben wir ja. Wenn die dann besser kämpfen hier. Alles gut. Steht das vielleicht im Übersichtsbildschirm? Im Almanach? Weil das mit dem Handel besser läuft? Wann die Routen, wann wieder andere Routen angeboten werden? Oh, die Achsenmächte haben ein kleines Problem mit uns. Bevor es hier Zoff gibt, ich lobe die Achsenmächte.
verzichte auf finanzielle Unterstützung. Weil das senkt auch wieder das Verhältnis. Da tanzen wir knapp vor. Und wenn wir einfach mal ein Schiff anklicken, kann man ein Schiffe anklicken? Nein. Oh, jede Menge. Der nächste Frachter steht hier. Naja, scheint noch eine Idee zu dauern. Wahrscheinlich nur eine Folge, oder? Bis wir hier alle Handelsrouten erfüllt haben. Ich wette, gleich haben wir ein paar erfüllt. Wenn der Frachter hier gleich anlandet und Waren umschlägt. Was meint ihr? Alliierte Handelsrouten, sind sie erfüllt? Er fährt wieder weg. Sieht nicht so aus. Das dauert echt. Ah, Gold mit den Alliierten. Angenommen. Jetzt klappt's. Das sind die entscheidenden, die vier mit den Alliierten Fälle. Null bis... Oh, das war schlecht. Ah, das kommt deshalb vielleicht niemals da an, weil die Fälle immer erstmal in der Fabrik landen. Bananen können wir gar nicht mehr exportieren, weil wir die Bananenplantage abgerissen haben. Wir können schnell eine neue Bananenplantage bauen. Oder den Vertrag auflösen. Das wäre aber schade, denn wir haben ihn ja fast erfüllt. Fleisch ist nicht so das Problem. Und Gold haben wir gerade frisch gemacht. Also, wir bauen in der nächsten Folge eine Bananenplantage und denken uns hier irgendwas anderes aus für die vierte Route. Okay, machen wir das? Alles klar. Bis bald. Macht's gut. Tschüss.